Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Cattle and Crops. Die ersten neuen Strohballen, die wir selbst gepresst haben, gehen zum Ballenverkauf. Und ja, fahren tut der Autopilot. Was ich ganz interessant finde, ist wirklich, dass es beides Weizen ist. Wie wir hier sehen, Weizenstroh. Unterschiedliche Kilogrammzahl, ne? Feuchtigkeit und so weiter. Das heißt, das ist auch noch wirklich sehr detailreich. Ja. Feuchtigkeit, das ist glaube ich noch nicht drin, nur Gewicht, aber es ist beides gleich schwer, ne? Ja. Machen wir übrigens mit der Alt-Taste. Das Gefühl, dass das so ruckt. Wer denn jetzt? Hier habe ich schon mal eine komplette Strohladung verloren. Er fährt halt etwas vorsichtiger. Mal übernehmen. Ja, wenn wir da 500 bekommen, ist es schon viel, ne? Nein. Warum habe ich denn übernommen? Läuft. Aufräumen hier.
den auf dem Gabel haben. Wir konnten doch hier. Gibt's das nicht mehr? Das haben die rausgenommen, oder? Mit den automatischen Laden. Hab's mit der Gabel, die hatte das doch auch. Jetzt noch die Strohdinger, die richtigen. Man sollte viele Sachen einfach langsam machen. Der Müll hat hier Kollision. Wo liegt der denn? Ich fahre halt gerne mit Gabelstapler, ne? Hier mit Frontlader. Kann man das ruhig mal machen, denn hier. Halt nur aufpassen, in 20 Minuten läuft die Mietfrist aus und dann kann ich die Dinger tragen, falls es überhaupt geht. Ich glaube, es geht gar nicht. Genau das macht ein Heuballen. So wegkriegen hier. Jetzt acht. Doch acht.
bin erstmal die weg. Kann ich ja nichts verkaufen hier. Musste nur anhalten, okay. Mal gucken, ob wir die zwei noch verkauft kriegen hier. Ah, oder weil ich auf Extrem spiele, glaube ich. Können wir mal testen. Einstellung. Gameplay, Schwierigkeit. Hart. Mittel. Speichern. Nicht so aus. Was wir schauen können ist einmal halt hier Einstellung, wie es auf leicht ist. Mittel. Einfach. Ja, hier geht das. Ah, okay. Dann stellen wir wieder zurück. Wir wollten hart spielen, Schwierigkeit. Dann haben die es doch nicht rausgenommen. Hardcore. Wenn Sachen raus. Okay. Die Bonus höher. Ich aber nicht, dass das mit den Leveln dann verschwindet. Damit der Schwierigkeitsgrad. Nächste noch. Ah, ist weg. Sehr gut. Mal eben hier schnell hier hin. Und noch woanders ein, oder ja, hier. Bevor wir nachher laufen müssen. Okay. Das haben wir auch geschafft. Gab jetzt nicht so viel dafür, ne? Wenn wir jetzt schauen hier. Und Finanzen, Verkauf. Einnahmen. Kauf, so aber nur Miete. Gar kein. Weiterverkauf.
Verkaufe ich einfach nur nicht mit drauf, okay. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die Tiere an, oder? Können wir schon fast wieder da flügen. Tiere. Da sind wir. So. Bestand natürlich nur. Immer noch der Preis, ja, ist, also das ist der Einkaufspreis, von daher, das ist schon mal okay. War schon bestätigt. Dann würde ich gerne, was habe ich gesagt, das ist heute der 10. Zehnte, neunte. Okay. 92 Tage. Der Preis. Oh, 100 Euro mehr. 0, 3, 4. 1, 0. Darko. 1, 2, 0, 6. Davor. 2, 4, 3. 1. 1-1. Haben wir nochmal den Gabor. 1-2-5. Haben den Gastena, oder was? Gaetano. Gaetano. 9-9. Detlef 9-5-5. Justus 1001. Den Klaus. Nee. Karl 1023. Den Tom 91. Und wir haben den Willi 1088. Ja, sind schon mal 7400. Lohnt sich zumindest schon mal. Aber die Ernte schon fast wieder drin, den Verlust der Ernte. Weil der Stroh uns jetzt ein bisschen gerettet hat, würde ich sagen. Haben wir jetzt hier noch Ballenverkauf, okay. Haben wir hier 111. 666. 11. Und 111. Bedeutet, wir haben hier Einstellungen. Mal gucken, ja, nee, nicht Einstellung. Bank. So. Schwarzbullen kostet Kilo 3,75 Euro. Okay. Mastbullen Gülle. Okay. Und nicht viel bekommen. Weizen mal 1 Kilo, 500 Kilo. Komma 1 Euro. Also 10 Cent. Bei 500 Kilo. Ja. 111 bekommen. Oh, Ballen. Das waren 500 Kilo Ballen, ne? Ne, 444, ne? Naja, hier haben wir auf jeden Fall erstmal eingelagert. Da können wir dann noch schauen, was wir damit machen.
Newbie Nierköln hat noch nicht, leider noch nicht geschrieben. Er hat geschrieben, nee, zu etwas, was schon uns gehört. Bei der Mühle weiß ich gar nicht, ob es verkauft werden kann. Okay. An der Stelle, wo ich es meine, wird es nicht verkauft, ja. Okay, aber beide Lager. So 1, 2, Hafersilo. Hafensilo. Aber da können wir auch noch mal jede Menge einlagern, so wie es aussieht. Naja. Ja, da ich jetzt die letzte Aufnahme habe für die Aufnahmesession, werde ich jetzt auch nicht anfangen, noch Geräte zu holen für das, was uns noch bevorsteht. Von daher verabschiede ich mich schon heute nach über 20 Minuten von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen da, wenn ich die Woche ein bisschen lispel, dann liegt es daran, dass ich eine dicke Zunge habe. Ich habe da irgendeine Verletzung drauf, ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.